Endlich ist es da, das Zeitalter der Helden. Und wir sind die Helden. Und die erste wichtige Änderung, die wir haben, ist, dass wir neue Questreihen haben mit Companions, die wir bekommen können. Also keine normalen Thralls oder NPCs, sondern Companions, Begleiter, die wir über diese Quest bekommen. Freya und Liu Fei. Ich habe dazu, also zumindest zu Liu Fei, habe ich schon einen ausführlichen Guide gemacht. Den verlinke ich euch mal unten. Und der Freya Guide wird morgen rauskommen. Diese beiden Begleiter, die ihr bekommen könnt, haben ihre eigenen ganz besonderen Perks, die abhängig davon sind, wie ihr euch während der Quest verhaltet. Allerdings muss man auch dazu sagen, hallo mein Freund, auf dem Beta-Server war Liu Fei total overpowered und das wurde zurückgenommen. Also der hat jetzt, sage ich mal, normale Kräfte wie andere NPCs auch und Freya ebenso. Aber nichtsdestotrotz ist es spannend, solche Quests durchzuführen, denke ich. Ja, und dann als Belohnung eben diese beiden Companions zu bekommen. Ja, das nächste wichtige Update, das wir haben, und ihr seht hier schon, was hier passiert. Hier ist einiges los, sind die Living Settlements. Das heißt, unsere NPC-Handwerker, wenn ihr euch jetzt einloggt, werden die hier in der Werkbank liegen und wir können sie uns hier rausholen, setzen sie auf den Boden und die werden dann ihrer Dinge gehen. Also entweder gehen sie hin und arbeiten, so wie er das hier jetzt getan hat, oder sie gehen irgendwo hin und essen was oder chillen oder schlafen. Also sie haben jetzt ihr ganz eigenes Leben. Wir können sie sozusagen wie normale Begleiter anziehen. Wir können ihnen Waffen geben. Die Nahrung, die sie essen, wenn sie irgendwo sitzen und essen etwas, das ist keine reelle Nahrung. Also ihr müsst ihnen dafür jetzt nicht extra Nahrung zur Verfügung stellen. Allerdings sind sie damit auch normale NPCs oder Thralls im Sinne der Purge oder beim PvP. Das heißt, sie können getötet werden. Und wahlweise können sie dann für euch kämpfen oder gegen die Angreifer kämpfen oder sie können sich auch verstecken. Sie können Türen und Tore öffnen. Das heißt, die gehen frei durch eure Base. Wobei ich hier jetzt einige Türen habe, die aus einer Mod kommen und die konnten sie nicht öffnen. Die habe ich jetzt einfach mal alle geöffnet und auf offen lassen gestellt. Ich kann euch das mal hier kurz zeigen. Ja, das sind normale Türen und bevor die sich da aufhängen an so einer normalen Tür, habe ich eben gesagt, okay, ich schalte sie hier auf automatisch schließen oder öffnen, deaktivieren oder aktivieren. Machen wir wieder auf, damit die da rein und rauslaufen können. Ein Problem, das wir nach dem Update hatten, ist, dass unsere Barkeeper verschwunden sind. Allerdings hat Funcom gesagt, okay, sie haben das, also sie haben das registriert, das Problem, und sie arbeiten daran. Ich glaube das allerdings nicht, dass sie das so schnell geändert bekommen. Dass unser Barkeeper verschwunden ist, lässt sich vielleicht insofern lösen, indem wir die Käfige suchen, die es jetzt nicht nur auf Siebter, sondern eben auch in den Exiled Lands gibt. Und in diesen Käfigen findet ihr jetzt zum Beispiel auch die Barkeeper. Das heißt, ihr müsst nicht mehr zwingend eine Purge durchführen, um einen Barkeeper zu bekommen. Dieser hier ist leider gerade leer. Und in der Nähe dieses Käfigs solltet ihr auch immer einen Gefängniswärter finden, der den Schlüssel zum Käfig dabei. Und damit könnt ihr ihn dann entsprechend öffnen. Wenn euch das mit den Living Settlements nicht gefällt, könnt ihr in den Einstellungen dieses System deaktivieren. Direkt in den Serveroptionen, Einstellungen, Serveroptionen, lebendige Siedlungen. Hier kann ich das rausnehmen, dann sollte das System so funktionieren, wie es eben früher war, bis gestern. Eine sehr erfreuliche Nachricht, dass etwas, was lange, lange nicht funktioniert hat, jetzt funktioniert, ist der leibeigenen Topf. Das heißt, ihr könnt ihn jetzt benutzen und Nahrung für eure Thralls da reinpacken und die Thralls werden sich entsprechend an diesem Topf mit Nahrung bedienen.
Es gab offensichtlich ein Problem in den letzten Monaten, dass die Thralls vom Forgotten Tribe und Accursed NPCs viel zu hohe Rüstungswerte hatten und dadurch sehr schwer zu bekämpfen waren. Das wurde jetzt korrigiert, das heißt, das sollte entsprechend einfacher sein, sie zu bekämpfen. Und auch das Fallen durch die Map beim Einloggen soll korrigiert worden sein. Allerdings das Fallen durch die Foundations, dass die NPCs in den Foundations stecken, das wurde nicht erwähnt, das ist also offensichtlich nicht korrigiert worden. Der Battle Pass ist auf jeden Fall vorerst mal komplett rausgenommen worden aus dem Spiel. Allerdings sollen Teile, die im Battle Pass erhältlich waren, jetzt den Spielern über andere Wege zugänglich gemacht werden. Ich denke mir, eine Möglichkeit wird der Bazar sein. Im Bazar hat sich auch eine Kleinigkeit geändert, von der ich aber noch nicht genau weiß, wie sie funktionieren soll. Auf jeden Fall haben wir hier die Möglichkeit jetzt, dass wir sehen, es gibt Einzelteile. Also vielleicht können wir irgendwann diese einzelnen Teile kaufen und müssen nicht ein gesamtes Set kaufen. Was ich übrigens wirklich sehr schön finde, ist dieses argosanische Set hier. Und ich bin gerade dabei, einen Palast zu bauen und habe eigentlich nur darauf gewartet, dass die Teile in den Shop kommen. Und ja, ich weiß, der Shop ist ein kritischer Punkt. Ich nutze ihn ab und zu. Nicht regelmäßig, aber ab und zu. Insbesondere für Bauteile, weil Bauen in Konen ist einfach toll. Und wenn ich mir diese wunderschönen Elemente hier angucke, ja, kann ich einfach nicht widerstehen. Aber das ist mein persönliches Ding. Du kannst Konen spielen komplett, ohne irgendein Teil jemals in diesem Bazar kaufen zu müssen. Also, das ist gut. Ja, und diese Einzelpreise, die jetzt hier angezeigt werden, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann so geregelt wird, dass man sagen kann, okay, ich möchte nur ein einzelnes Teil davon kaufen. Möglich wäre es, ja. Das war es dann an und für sich auch schon. Neben diesem argosanischen Observatorium gibt es noch andere neue Bauteile, die ich aber noch nicht gesehen habe, von denen ich aber hoffe, dass sie bald auch in den Shop kommen. Neben so Bugfixes und so weiter waren das die wichtigsten Sachen jetzt erstmal zum Age of Heroes. Wir sind die Helden. Und ich hoffe, dass uns noch viele schöne Quests erwarten, damit wir unser Heldendasein so richtig genießen können. Also macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.